Ichamama, er ist zurück. Ich glaube, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass dieser Kaffee mittlerweile ein Klassiker ist. Seit 2013 haben wir den Kaffee bei uns. Den Kaffee haben wir kennengelernt bei einer Blindverkostung in Nairobi. Bei einer Tasse sind wir stehen geblieben, haben der Exporteurin vieles gesagt, den Kaffee brauchen wir. Und wenige Tage später waren wir da, bei der Kooperative Ichamama vor Ort, haben frisch geschlachtete Ziegen essen müssen und seitdem ist der Kaffee jedes Jahr hier. Jedes Jahr schmeckt er gleich und doch etwas anders. Er behält diesen saftig frischen Grundton und beerige Noten. Dieses Jahr aber finden wir noch etwas mehr Himbeeren, etwas Rooibosch und Vanille. David hat sein Lieblingsrezept auf die Produktseite geschrieben und jetzt ist er hier. Nicht alleine, nur bei uns, sondern mit anderen geschätzten Kollegen, wie zum Beispiel beim Adrianus, Rösterei Drei Herzen, der Röstbar in Villach und bei Lot 21. Weil zusammen importieren mehr Spaß macht.